Hallihallo und herzlich willkommen bei Speedrandale. Ihr hört das schon an der wunderbaren Musik. Heute wieder mit Mr. Tiger. Und welches Spiel spielen wir heute? Donkey Kong Country Returns. Yay, die Musik ist schon mal wunderbar, man hört es gerade. Der Gregor ist gerade noch bei einem Meeting, aber der wird demnächst zu uns stößen und mitmachen hier. Und ich würde sagen, aber so lange warten wir nicht. Wir fangen einfach gleich mal an, oder? Denke, wir haben keine Zeit, wir sind Speedrunner. Richtig. Du sagst an, wann ich den Knopf drücken kann. Ich bin ready. Alles klar, dann sage ich mal 3, 2, 1 und go. Okay. Ja, Donkey Kong Country Returns. Vorgänger zu Tropical Freeze. Das erste Spiel nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, SNES-Ära. Ich glaube 8 oder so. Ja. Und ich höre von so vielen Leuten, ich würde es ja runnen, aber... Ja. Man muss eine Menge schütteln, die Nunchucks. Ja, genau. Es ist mittlerweile fast so ein Meme geworden, wenn man so einen Vorführrun macht, auf Marathons oder in einer Show wie bei euch, dass man es zum Intro ein bisschen übertreibt. Natürlich hätte ich es nicht so übertreiben müssen, aber... Ui! Oh! Das war das zweite Meme, am dritten Gegner zu sterben. Okay. Und schauen wir mal. Ist ja natürlich immer ein bisschen gefährlicher, wenn man schnell sein will. Ja, das geht schon. Oh! Stehen einem auch immer im Weg. Ja. Okay, das ist ziemlich bitter. Also spätestens an der Stelle hätte ich schon resettet. Wir können noch, es ist die Anfangsstage. Da nee, ist nee, nee. Alles möglich. Nee, nee. Gut. Ich bin Live-Events gewohnt, da hat man auch nur einen Schuss. Du hattest vorhin erwähnt, dass du das Spiel länger nicht mehr gerunnt hast. Ja. Und dir selber gesagt hast, was habe ich mir nur dabei gedacht, aber umso mehr Spaß werden wir heute hier haben. Es muss auch nicht immer alles hundertprozentig klappen. Das kennen wir ja hier bei Speedrandale. Hauptsache, der Run ist schön und die Leute haben Spaß beim Zuschauen. Ja. Also, ich hatte so ziemlich genau 2 Wochen Vorbereitungszeit, als ich wusste, dass ich dann heute hier bin. In den 2 Wochen habe ich an meinen wöchentlichen Streams jeweils das Spiel einmal ausgepackt. Mhm. Und davor das letzte Mal, wo ich das Spiel in der Hand hatte, war letztes Jahr im Oktober. Oh. Also leicht rusty heute. Ja, es sind nur 5 Monate. Ja. Nur. Kletterkönig. Ja, 1-2 und wenn ich schnell sein will, dann sollte ich möglichst nicht allzu viel Zeit verlieren. Das kann man natürlich als generelle Weisheit sehen, aber in dem Fall ist es noch ein bisschen interessanter, weil es am Ende des Levels einen Cycle gibt. Mhm. Und ich habe nicht allzu viel Zeit, wenn ich den kriegen will. Passt. Und in dem Spiel hast du auch die gleichen Buddies wie bei Tropical Freeze? Jein. Wir haben Diddy, aber nicht Dixie oder Cranky. Ah, okay. Wir haben wirklich Diddy only in diesem Spiel. Ich habe übrigens den Cycle verhauen. Ich war rechtzeitig, aber ich bin runtergefallen. Ein paar alte Tracks auch von den Classic Donkey Kong Countries. Genau. Hallo? Interessanterweise muss man zu diesem Spiel sagen, weil ich gerade so ein bisschen im Kopf hatte, meine Güte, wenn Scorpion das sieht, wird er mich ein bisschen auslachen. man muss dazu sagen, die aktuell aktive Community von Returns, also es ist so, dass bei Returns nicht mehr allzu viele Leute aktiv sind. Mhm. Die meisten haben es mittlerweile niedergelegt, sind woanders hingegangen. Okay. Wie kommt's? Ja, es sind einfach andere Spiele draußen. Dazu natürlich Tropical Freeze, das nicht nur von der Steuerung her ein bisschen ansprechender ist für viele Runner. Mhm.
Ja, außerdem muss man dazu sagen, dass der Weltrekordhalter Jake Steele hat einen Run hingelegt, der jenseits von Gut und Böse ist. Und hat es für die anderen Runner kaputt gemacht. Ja, so ein bisschen. Also witzigerweise, die Leute, die jetzt noch aktiv sind, sind durchweg Europäer. Wir haben jetzt ein paar Franzosen, die wieder einsteigen. Mhm. Aber tatsächlich so über die erste Jahreshälfte 2017 bis eben zum Oktober waren eigentlich nur Deutsche beteiligt. Was ziemlich witzig war, weil eben drei Deutsche drinnen waren. Okay, gut, wir hatten noch einen Holländer, der mit drin ist. Ist ja auch fast Deutscher. Das hast du jetzt gesagt. Oh. Bin wirklich ein bisschen rusty. Aber es sieht auch knifflig aus, da die Stelle gerade. Vor allem mit dieser Steuerung, dass man immer schütteln muss zum Rollen, das ist... Die Steuerung ist wirklich nur Gewöhnungssache. Also, ja, glaube ich dir, aber es kommt halt trotzdem einem komisch vor, wenn man das erste Mal zuschaut. Ja. Ab in die Stacheln. So. Okay, ab geht's. Macht nix. Wir fragen noch ein paar Hits. Sehr gut. Ha. Ich sag's mal so, am Ende dieses Levels bin ich noch 4 Minuten im Run, normalerweise. Ja, wenn man einmal auf den Timer schaut, dann. Bisschen langsameren Start, aber ja. Macht ja nichts. Auch hier wirst du Any% Run, nehme ich an, ja. Genau. Any% spielt sich hier ein bisschen anders als in Tropical Freeze. In Tropical Freeze hat man ja die verschiedenen Secret Exits. Mhm. Hier in Returns ist es so, dass jede Welt einen abgeschlossenen Pfad hat. Mhm. Den kann man freispielen, indem man für 20 Münzen einen Schlüssel kauft. Okay. Bei dem... Ich hab kein Diddy gerade dabei. Ich sollte dran denken. Machen wir die einfachen Strats. Und holen uns Diddy. Wie gesagt, wenn man im Laden dann den Schlüssel kauft, dann kann man den abgeschlossenen Pfad nehmen. Mhm. Werden wir in insgesamt 3 Welten machen. Zusätzlich brauchen wir noch einmal den Bananensaft. Mhm. Das heißt, wir brauchen insgesamt 80 Münzen über den Run verteilt. Der Bananensaft funktioniert ähnlich wie bei Tropical Freeze? Vom Prinzip her, vom ganz basischen Grundprinzip, ja. Mhm. Er lässt halt mehr Hits zu. In Tropical Freeze funktioniert das so, dass man 15 Sekunden unverwundbar wird, sobald er aktiviert ist. Ja. Hier in Returns kriegt man 10 extra Hits sozusagen. Man hat 10 extra Herzen. Und das hält ewig an? Hält ewig an, genau. Okay, das ist nice. Also wenn man nicht durch Unverwundbarkeitsframes in Tropical Freeze nur eine gewisse Art Häufigkeit getroffen werden könnte, könnte man theoretisch in Tropical Freeze mehr als 10 Hits kassieren innerhalb der 15 Sekunden. Ja, ja. Hier in Returns ist man eben auf die 10 Hits limitiert. Dafür kann man aber auch nur jeweils ein Item pro Level mitnehmen. Ah, okay. Nicht 3. 30 Hits wäre... Ja. ein bisschen arg stark. Lustiger Loren-Limbo, hört sich mal sehr gut an. Ja. Alle lieben die Loren. Oh, Lore mio. Da sind sie. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob ich es richtig gemacht habe. Habe ich. Es ist so, wenn man im Loren-Level einen Weg nach oben, beim Weg nach oben wird man langsamer, beim Weg nach unten wird man schneller. Okay. Das heißt, ich will über die Wege nach oben springen. Und die meisten von den Wegen nach unten fahren. Es gibt auch manche, wo man ein bisschen langsamer wird, als wenn man einfach drüber springt. Ja. Hat man gerade gesehen. Und das Witzige an dem K ist, wenn man es richtig macht, ist man so schnell beim K, dass man das K nicht mehr einsammeln kann. Okay. Und dadurch, dass ich eben das K nicht erwischt habe, das war der Indikator, dass ich eben richtig liege. Genau.
dürfte auch eine Musik aus dem alten Donkey Country sein, oder? Ich glaube ja. Meine nämlich auch. So. Ey, die Schienen sind kaputt. Sind sie immer. So. Die Ladezeiten hier sind nicht so schlimm wie bei Tropical Freeze, oder? Die sind wirklich um einiges kürzer. Also generell ist es... witzigerweise sind die Realtime-Attack-Zeiten von Tropical Freeze und Returns ziemlich gleich, wenn man die Weltrekorde betrachtet. Mhm. Eine 1,30 in Tropical Freeze gegen eine 1,29 in Returns. Mhm. Dazu muss man aber sagen, dass eigentlich Tropical Freeze weniger Content hat, weil es weniger Level hat. Mhm. Und es sind halt wirklich fast die Ladezeiten, nur die es raushauen bei... bei Tropical Freeze. Ja. Ah. Okay, ich hab's noch erwischt. Sieht auch cool aus. Erster Boss übrigens. Erster Boss und ich hab gerade den Fast Kill in der dritten Phase erwischt. Sehr gut. So. Dann geht's schon ab in die zweite Welt. Wie gesagt, diesmal haben wir 8 Welten wieder. Mhm. 8 Welten insgesamt. Ja gut, wir sehen nicht, sowieso nicht alle Level. Wenn wir 100% dran hätten, wären es 71 Level. Oha. Bei Any? Any Percent, da werden die Cars ausgelassen, sind schon mal 8 weniger. Der Bananentempel 9. Jetzt muss ich noch rückrechnen, was die Wege, die verschlossen sind, ausmachen. Konzentriere dich lieber auf jemanden. Ja, wir werden es nachher ja sehen. Sollte ich tatsächlich machen, weil... ja, gerade die Stage, die ist nicht so einfach, glaube ich. Ja, weil tatsächlich. Weil du die vorhin noch geübt hast. Ja, ich nehme die Stage immer ganz gerne zum Aufwärmen und zum Schauen, wie die Bedingungen sind vor Ort. Mhm. Mit der Technik. Weil hier in dieser Stage mehrere Sprünge drin sind, die wirklich sehr, sehr präzise sind. Mhm. Vom Timing her, das war zumindest gerade einer. Und gerade wenn man diese Stage perfekt spielen will, ist es wahrscheinlich eine der Stages, die mit am schwierigsten sind im ganzen Run. Und das, obwohl es in der zweiten Welt ist. Also man könnte es natürlich auch ein bisschen langsamer und safer machen, aber dann wären wir ja keine Speedrunner, wenn wir das machen würden, oder? Wer macht Sachen schon langsam? Richtig. Gerade bei Donkey Country Returns habe ich nachher noch ein paar Beispiele, woran man sieht, dass das Spiel auch darauf ausgelegt wird, dass man schnell geht. Also ist auch wirklich einfach so vom Design her so vorgesehen, dass man auch schnell gehen kann. Okay. Da ist das beste Beispiel in Welt 5 ein Level, wo ich dann nachher drauf eingehen werde. Mhm. Sandiger Strand Sand. Waren das für Geschosse? Waren das Tintenfische? Ja. Geil. Das sind Tintenfischgeschosse, ja. Ja, da muss man Retro Studios, die auch dieses Spiel gemacht haben, echt zugutehalten, dass sie in Sachen Gegnerdesign und ja, sonstigen Design von Objekten sehr kreativ sind und auch wirklich coole Sachen bei rauskommen. Okay. Wozu sind diese Puzzleteile eigentlich?
Die Puzzleteile, die zählen eigentlich nicht zum Spielfortschritt, aber es gibt eine wirklich große Galerie mit Artworks, mit Musikthemes und auch mit sau gut gemachten Dioramengalerien. Also es gibt so 3D-Modelle für jede Welt eins. Und wenn man alle Puzzleteile in einer Welt sammelt, dann schaltet man eben dieses Diorama frei. Ja, Leute, die jetzt mit der Kunst nicht allzu viel anfangen können, werden sich sagen, naja. Für dieses die Herausforderung. Aber wenn man jetzt einfach sich ein paar schöne Sachen anschauen will, dann sind die Dioramen einfach nur schön. So, der erste. Nee, gar nicht. Der zweite Autoscroller. Genau, wir haben insgesamt. Je nachdem, ob man es als Einzelnes zählen will, 9 oder 10 Autoscroller. Der 10. ist ein Teil vom letzten Bossfight. Sozusagen eine Phase direkt vor dem letzten Bossfight, das offiziell im Level ist. Deswegen sagen wir eigentlich, es sind 9 Autoscroller, weil wir das nicht als eigenes Level zählen. Beim ersten Donkey Kong Country sagt man ja auch, der Endboss ist Autoscroller Endboss. Weil der immer gleich ist und die gleichen Sachen machen muss. So rein prinzipiell wäre der Boss von der vierten Welt auch ein Autoscroller, aber wir zählen ihn tatsächlich nicht als Autoscroller. Ja, natürlich nicht. Also. Weil man kann ja einen Cycle verkacken und dann ist ja wieder was anderes. Zum Beispiel. In dem Fall geht es nicht mal darum, ob man Cycle nicht trifft, sondern es geht darum, ob man die Cycles gibt. Ah, okay. Piratenkrabbel. Ja, und die hat es auch schon satt gesehen. Das Witzige ist auch, hat einen Haken als Arm. Ja. Als Hand. Und die haben gerade den Anker weggeschossen, die doofen. Oh, kein Saft mehr. Sowas aber auch. Ist auch sehr interessant über beide Spiele hinweg, Returns und Tropical Freeze, dass immer zum Ende des Raketenlevels, seltsamerweise, dass immer ein Fass, wenn der Saft ausgeht. Ja. So, jetzt nochmal ein bisschen einfacheres Level danach. Volles Rohr. Genau. Bisschen einfacher. Danach gibt es nochmal zwei Level, die anspruchsvoller sind für einen Speedrun. Upsala. So, die Münze nehmen wir noch mit. Weil wir eigentlich schon genug haben fürs erste. Upsala. Ui. Ach, ich merke das jetzt erst, diese Schweine sind Checkpoints. Genau. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Noch beim ersten Spiel, was wir gespielt haben. Bei Tropical Freeze? Ja. Nein, das sind tatsächlich einfach die Checkpoints. Okay. Jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Hier in Returns kann ich nur hoffen, dass die nicht anfangen zu winken. Es gibt nämlich den Superassistenten in Returns. Den gibt es in Tropical Freeze nicht. Wenn du in einem Level 10 mal hintereinander stirbst, dann ist dieses Schwein, was man da im Hintergrund verschwinden sieht an den Checkpoints, wird es aktiv an den Checkpoints und du kannst eine Taste drücken, um den Superassistenten zu starten, der für dich das Level durchspielt. ja, er spielt es für dich sicher durch, aber er ist natürlich sehr langsam dabei. Ja, klar. Also hoffen wir mal, dass wir den nicht sehen. Ja. In meinen eigenen Streams habe ich normalerweise die Regel, wenn ich einen Superassistenten sehe, dann mache ich ihn an und resette danach den Run. Ein Kraken! Ja, der Kleine. Der würde tatsächlich auch in Tropical Freeze wiederkommen, dieser Kraken. Nur dadurch, dass wir im Tropical Freeze Speedrun die Wasserwelt, die beiden Secret Exits nehmen, sehen wir ihn nicht. Alles klar. Das sah gefährlich aus. Oh ja, sieht immer ein bisschen gefährlich aus. Genauso wie möglicherweise das hier. Oh. Sehr gut. So,
Wellenbrecher-Wahnsinn. Der braucht ein bisschen Konzentration am Anfang. Mhm. Bei dem Level kommen immer wieder Wellen von hinten, die das Level überspülen. Mhm. Und man muss sich hinter Felsen verstecken, damit die Wellen einen eben nicht komplett wegspülen. Okay. Wenn ich es richtig mache, brauchen wir 5 Wellen. Wow. Ah. Okay, passt. Schon. Okay. Wir sind genau da, wo ich wollte. Wow. Du machst es aber auch spannend. Muss ich. Ja, stimmt, eigentlich sind 6 Wellen, aber die 6. sieht man nicht. Eine kommt wohl noch. Ja. So, und dann sind wir schon beim Boss der zweiten Welt. Knarchende Korsaren. Genau. Werden Krabben sein, oder? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ich weiß nicht, vielleicht wegen Kneifen. Schauen wir doch mal, ob du recht hattest. Und? Ach, guck mal. Oh! Wie habe ich das denn gewusst? Hey, der hat eine Gabel als Hand. Ja. Ja, witzig. Der hat ein Messer. Und der dritte hat einen Löffel, pass auf. Nee. Nein, nur ein Haken. Der ist ja öde. Das kann ja jeder Pirat, ne? Ja. Nice. Ah, come on. Ich habe mich ein bisschen zu sehr zurückgelehnt in dem Bossfight. Das Problem an dem Bossfight ist, dass man sicherstellen muss, dass man diese Schläge auf dem Boden tatsächlich macht. Deswegen ich normalerweise tatsächlich auch die Motion Controls ein bisschen härter ausführe, als ich sie normalerweise machen würde. Okay. Und das war's. Aber schöner Boss. Ja, sehr schön. Das finde ich auch an den Bossen in Returns ganz gut gelöst. Sie sind schön gemacht. Sind individuell. Mhm. Sind aber trotzdem nicht so, dass man ewig für einen Bossfight braucht, sondern kurz knackig. Ja. Wird man einen Boss der dritten Welt sehen. Also dieses Pattern auch für Casuals wäre das jetzt schnell gelernt. Genau. Genau. So, dritte Welt. Hier wird man nicht allzu viel von der Welt sehen tatsächlich, weil wir einen verschlossenen Pfad nehmen. Mhm. Das erste Mal. Wir müssen aber natürlich erstmal den Weg freischalten, also den Shop. Mhm. Das heißt, wir müssen zum Shop, in den verschlossenen Pfad und dann noch zwei. Oh Gott. Kommt man mal kurz aus seinen Pattern raus. Okay, ab geht's. Oh, verdammt. Das war ein kleiner Sprung. Sollte eigentlich ein großer sein. Muss gerade überlegen, wenn ich das letzte Mal in diesem Level gestorben bin. Ist schon was länger her. Ich musste übrigens ein bisschen schmunzeln, als ihr mal Super Mario Odyssey hier gezeigt habt. Ja.
Denn die Sache ist, viele Leute bemängeln ja an Donkey Kong Country Returns, dass man eben so viel schütteln muss. Und dass es eben nicht möglich ist, beispielsweise mit dem Classic Controller von der Wii das Ganze zu machen. Sondern dass man wirklich drauf fokussiert ist. Entweder, wie ich es gerade mache, mit Wiimote und Nunchuck. Mhm. Oder man hält die Wiimote quer und muss dann trotzdem schütteln. Ja. Dann haben so viele Leute gesagt, oh, ich würde das Spiel so gerne speedrunnen, aber dieses Schütteln, das kann ich überhaupt nicht. Und dann kam Mario Odyssey raus. Und plötzlich konnten alle schütteln. Ja. Also nur eine faule Ausrede von den Leuten. Ja, ich würde es ja gerne speedrunnen, aber da muss man wirklich schütteln. Ja. Ich run lieber Odyssey. Genau. Jahrelang. Oh. Einen verpasst. Ja. Das Problem an denen, die so hoch fliegen, ist, dass die fliegen eigentlich direkt auf dich zu. Das heißt, wenn sie losfliegen, fliegen sie genau dorthin, wo du gerade bist. Mhm. Und fliegen dann, also solange sie auf dich zufliegen, also auf deine Position, wo du eben gerade warst, solange nehmen sie Geschwindigkeit auf und danach bremsen sie ab. Das heißt, wenn sie da oben sind und man nicht springt, dann gehen die runter und unter den Boden. Ah. Dann muss man noch länger warten. Deswegen will man eigentlich vermeiden, dass man einen von den oberen entkommen lässt. Das Level hier, Knopfknüppelei, ist auch ein sehr cooles Design. Cooles Design und auch sehr technisch im Speedrun. Ah, okay. Weil man eben trotzdem ziemlich wissen muss, was man wann im Level macht. Mhm. Okay. Das endet an Mega Man Yoko Blocks. Bloß ohne Abgrund. Ja. An der Stelle gibt's ein Safe Strat. Ja, oder auch nicht. Ich muss rein in den Mund, ja? Ja, ich muss rein in den Mund, natürlich. So. Oh, ja. Hey. Okay, jetzt wird's interessant. Man tickt zu früh. Ja, man will's natürlich so früh wie möglich machen. Ja. Natürlich sieht es das voll nach Safe Strat aus, wenn ich gestorben bin. Nee, Das war Absicht. Ja, das Witzige zu dieser Safe Strat war eben, dass der holländische Rainer Rückelt, der hat der hat nämlich genau diese Safe Strat mal entdeckt und auch dann verwendet. Mhm. Hat sie mir gezeigt. Ich habe es dann einem anderen Runner gezeigt. Und der andere Runner hat genau diese Safe Strat verkackt, die ich jetzt zum Glück nicht verkackt hatte. Mhm. Probieren wir es nochmal. So, den ganz easy und jetzt einfach durchmischen. Sehr gut. Dadurch landet man genau in der Mitte und sowohl Rickelt als auch ich, wir wissen nicht, wie der andere Runner es geschafft hat, da dann noch daneben zu kommen. Hm. Vielleicht nicht hart genug gemasht. Might schnell be. Genug. Might be. So, zum ersten Mal der Shop. Ja, das und hier wird der Shop von Cranky geleitet. Hm. Und hier brauchen wir eben vor allem den Schlüssel. Ah, denn ja. Wenn wir den Schlüssel nicht kaufen würden, müssten wir unten die beiden Level entlang gehen und dann das Level rechts oben machen. Alles klar. So haben wir ein relativ kurzes Level im Tausch gegen zwei, ja, die tatsächlich mit zu den längsten Leveln im Game zählen. Das nimmt man doch gerne mit. Ja. Durchaus. Okay.
hier absichtlich Schaden genommen. Mhm. Den nächsten Level kriegt man sowieso relativ am Anfang Diddy wieder. Mhm. Und da ist es einfach schneller, wenn wir hier durchrollen. Ja. So, der Wackeltempel. Das Level, wenn man es zu sehr trainiert, kann man einen Tennisarm davon bekommen. Du lachst, aber ich habe es tatsächlich ausprobiert und es funktioniert. Okay. Und zwar genau deswegen. Oh. Hallo Rambi, wie geht's dir heute? Ich hab tatsächlich den Trigger unten erwischt. Passiert nicht häufig. Ah ja, können wir noch ein bisschen länger wiggeln. Wiggle harder. Okay. Ich dachte schon, du fällst gerade wieder in einen Abgrund. Nee, nee, so, das ist ganz normal. So, die hier oben müssen wir tatsächlich wegnehmen, weil so wie die ihre Flammen schießen, diese Tikis, wenn ich unten einfach entlang rennen würde, würde ich genau von den Flammen getroffen werden. Okay. Das ist so eine kleine Gemeinheit im Spiel. Hättest du im letzten Augenblick noch abspringen können von den Nashorn? Stimmt, ich hätte tatsächlich abspringen können. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich sehr, sehr selten mache. Mhm. Weil ich einfach nicht dran denke. Das sind Super Mario World Strats. Kill the Yoshis. Nice. For the memes. Ja. Das ist halt das, was kann man halt nochmal machen. Weil in der nächsten Stage hast du den Nashorn sowieso nicht mehr. Genau. Ich hätte es auch so nicht mehr gehabt, also ich hatte Rambi. Rambi hat nur bis zum Ende des Levels. Ja. Bombige Brutstätte. So, jetzt hoffe ich, dass der erste von drei RNG-Bossen mal freundlich zu uns ist. Es läuft schon schlecht genug gerade. So. Was ist das für ein komischer Vogel? Das frage ich mich auch manchmal. Bei diesem Boss ist es so, er hat sechs Leben insgesamt und hat zwei Phasen. Wenn er drei Leben verliert, geht er in die zweite Phase rein. Was wir aber machen wollen, ist ihm so viel Schaden wie möglich machen, bevor er in die nächste Phase geht. Wir haben jetzt vier Schaden gemacht. Mhm. Und ich hoffe, dass er... Nope. Ja, das ist nämlich das, was man eigentlich vermeiden will. Okay. Wenn er da in den Rage Mode geht, ja. Sehr gut. Ich hatte ja schon fünf Treffer und der sechste war dann relativ frei Haus. Mhm. So. Also ich sag's mal so, für einen Marathon ist eine Zeit unter 30 Minuten nach dem Boss gut. Normalerweise, wenn ich auf persönliche Bestzeiten gehen will, würde ich unter 29 Minuten haben. Mhm. Das heißt, der Run läuft perfekt heute. Ja, wir müssen natürlich bedenken, du bist noch ein bisschen eingerostet in dem Spiel, hast es länger nicht mehr gespielt und erst seit zwei Wochen wieder. Von daher alles gut. Ja, wobei die letzten beiden Wochen tatsächlich noch ein bisschen besser liefen. Gar kein Problem. So, und wir sind in Welt 4. Und Welt 4 ist Autoscroller City. Hm. Yay! Es gibt in diesem Level einen Autoscroller. Nur? Nur. Aber ich sehe gerade keinen. Aber kommt bestimmt gleich, ne? There you go! There you go! Natürlich.
Wobei man sagen muss, dass hier der Begriff Autoscroller ziemlich weit gefasst ist, weil ja. Wir haben ja diese Sektion. Sagen wir Halb-Autoscroller. Ja, es ist so ein Semi-Autoscroller, genau. Ich meine, Super Mario Bros. 3 hat noch immer noch mehr Autoscroller. Ja, also wir zählen das offiziell als Autoscroller-Level. Ja. Ja gut, Super Mario Bros. 3, da ist halt Welt 8. Gut, und die ganzen Luftschiffe, je nachdem. Ja. So, dann schauen wir mal, wie gut der Fernseher ist. Passt. Man hat ein Fenster von 3 Frames, um 2 Sekunden zu sparen. Mhm. Wenn man es verkackt, verliert man 50. Okay. Der Fernseher hat den Test bestanden. Test Wunderbar. Bestanden, definitiv. So, und weil es so schön ist. Klammer auf dem Fahrrad. Weiter geht's. Weiter geht's mit den Autoscrollern. Hui. Aber das sind wenigstens halbwegs schnelle Autoscroller. Ja, die sind tatsächlich sehr angenehm zu spielen. Wobei der hier tatsächlich relativ lang ist. Er ist zwar relativ schnell, aber er ist lang. Und du musst dich natürlich die ganze Zeit dabei konzentrieren, nicht wie es bei anderen Autoscrollern gewöhnlich bist du da vorne am Screen und kannst noch rumdödeln, aber hier ist es ein bisschen. Ja, hier ist es halt Action. Wobei noch mehr Action in den Rocket Barrel Level kommen. Spike Jump. Wow. Es kann dir nichts passieren, wenn du einen Analogstick nicht hältst. Mm. Dann kann dir an der Stelle nichts passieren, aber es sieht gut aus. Ja. Ja, du hättest es nicht verraten sollen. Du hättest sagen sollen, oh, das war mega schwerer. One-Framer. Ja, natürlich. Nee, ich bin nur jetzt sowas zu ehrlich. Jo. Dann kriegen wir jetzt noch einen Autoscroller, oder? Natürlich. Ah, danke. Ich hatte schon Angst, wir kriegen keine mehr. Hier jetzt wieder einen Schlüssel kaufen, nehme ich an. Genau. Also 4-2 ist ein relativ langes Level schon. Mhm. Aber die beiden Autoscroller, die unten wären, die beiden Level, mhm, wie gesagt, sind auch Autoscroller und sie sind verdammt wirklich, wirklich, wirklich übertrieben lang. Mhm. Da will man dann lieber 4-2 und 4-4 mitnehmen. Die sind dann doch ein bisschen kürzer. Maulwurf-Patrouille. Genau. Ist das Level, wo ich dann nochmal das Singen anfange. Weil das... Lass dich nicht aufhalten. Nee. Das ist nämlich das Thema, was man nur in Returns und nicht in Tropical Freeze hört. Es gibt in Returns 2 Musiktitel zu den Rocket Barrels. Mhm. Das erste wurde in Tropical Freeze wiederverwertet mit 3 Remixes, die sie dazu gemacht haben. Und alle Autoscroller, also alle Rocket Barrel in Tropical Freeze, haben den Remix vom ersten Thema. Und das ist das zweite Thema, das viele Leute gar nicht kennen. Weil, oder sich vielleicht nicht dran erinnern, sagen wir es so rum. Okay. Weil es nur in diesem Level vorkommt, das eben hinter einem Schlüssel versteckt ist. Und in 2 relativ kurzen Rocket Barrel Versionen. Mhm. Hui. Do a barrel roll. Or do a 5. Der Bot, der den Weg frei. Ja. Ich meine,
Eigentlich müsste der Affe jetzt eine Rauchgasvergiftung haben. Kein Saft mehr. Oh, okay. Wir haben es doch geschafft. So. Bitte, 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 gib mir noch einen Autoscroller. Wir sind jetzt am Bossfight schon. Oh, okay. Und hey, eigentlich ist der Boss ein Autoscroller. Okay, das passt doch. Das Witzige ist aber, dass die Autoscroller-Parts übersprungen werden können. Okay, das hattest du vorhin schon mal erwähnt. Genau. Wobei, überspringen muss man sagen, hier im wahrsten Sinne des Wortes. Aha. Erster Part übersprungen. Okay. Jetzt spielen wir ein bisschen Whack-A-Mole. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. Sehr gut. Das ist eine Todeszone. Wenn ich früher gesprungen wäre, wäre ich aus dem Bildschirm rausgesprungen und hätte es immer geschafft. Ist natürlich sehr angenehm zu Münzenfarmen hier. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. Puh, knapp. Ah. Müsste nicht so knapp sein. Na, diesmal wollten sie mich nicht ranlassen an die Münzen. So. Es wird immer dunkler. Ja, macht aber nichts. Dann wird's jetzt hell und jetzt haben wir noch den großen Maulwurf. Das ist random, wo er auftaucht? Genau, das ist random. Sehr gut. Genauso waren die kleinen Maulwürfe gerade eben auch random. Ah, okay. War es eine Ukulele? Ja. Die du gerade gehauen hast? Ja. Ja, das sind die Tikis von der Story her. Ja, es gibt tatsächlich doch noch Stories. Ah. Es gibt halt immer bei... Ich wollte eigentlich warten, bis Gregor kommt und er mir die Story erklären kann, aber du kannst es auch gerne machen. Ja, nee, von der Story ist es einfach so, dass diese Tikis aus irgendeinem Grund die Bananen wollen. Mhm. Das sind einfach solche Voodoo-Puppen, die wie Instrumente ausschauen, die meisten. Hm. Stimmt, das eine war eine Trommel, vorhin habe ich gesehen. Das eine war eine Trommel, das war jetzt eine Ukulele. Und die hypnotisieren alle Tiere auf der Decay-Insel. Ah, okay. Bis auf Donkey Kong, weil die Affen anscheinend zu blöd sind, um hypnotisiert zu werden. Boah, das ist aber ein... hartes Vorurteil. Es ist gemein, ja, aber tatsächlich, wenn man das Intro anschaut, da sieht man, dass ein Tiki tatsächlich versucht, die Kate zu hypnotisieren und es nicht schafft. Okay. Und keiner weiß, warum der, also keiner kann sagen, warum der Affe immun dagegen ist. Und die naheliegendste Erklärung ist einfach, er ist zu blöd dazu. Weil es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, man kann zu blöd sein, um hypnotisiert zu werden. Hm. So, übrigens, wir sind jetzt in Welt 5 und in Welt 5 zieht die Schwierigkeit nochmal ein bisschen derbe an. Mhm. Sieht man daran, dass 5, 2, 3 und 4, also das zweite, dritte und vierte Level dieser Welt, eine von zwei Level-Streaks sind, wo ich jetzt nicht sagen könnte, welche davon die härteste ist im ganzen Run. Von dem her ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man Autoscooter City hat, weil man dann nochmal ein bisschen Zeit hat zu regenerieren und dann in den interessanten Teil des Runs übergeht. Okay. Na, ich fand die Autoscroller auch schon interessant. Ja, die sind prinzipiell schon interessant, aber ja, man kann sich noch mal ein bisschen zurücklehnen als Runner. Vor allem, weil ich weiß, dass ich selber bei diesen Loren immer meine Schwierigkeiten hatte und weil ich weiß, dass es wirklich schwer ist, ist es umso schöner, das perfekt zu sehen. Ja. Und wie gesagt, in der fünften Welt zieht dann halt die Schwierigkeit noch mal richtig stark an. Und da ist ganz gut, nochmal vorher auszuruhen zu können. Wir sagen immer schatzeshalber, die fünfte Welt ist da, wo der Run eigentlich anfängt. Okay. Davor brauchst du eigentlich nicht wirklich was zu machen. Deswegen ist es schon ein bisschen bitter, dass ich heute so viel gestorben bin vorhin dran.
denn das denn für Viecher? Irgendwas Stacheliges. Sehr gut möglich. Nee, das sind Pokémons. Nein, das sind Fledermäuse. Ja, Fledermaus-Pokémons. Die sahen so aus wie das eine Pokémon. Golbots. Genau. Könnte es sogar sein. Ich wollte gerade die nicht verlieren, deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Mhm. Prinzipiell würde es nichts ausmachen, wenn die verliere. Die Schaukel war anderer Meinung. So. Was meinst du, safe oder Risiko? Risiko, Risiko. Wenn du meinst? Warum fragst du mich eigentlich? Du weißt doch, was ich antworte. Und was? Was? Das war Risiko. Okay, gut. Oben auf dieser Schaukel zu stehen ist super schwer und es spart eine halbe Sekunde. Ja, nice. Halbe bis eine Sekunde. Ja, du müsstest unten wahrscheinlich dich festhalten. Ja, normalerweise hältst du dich unten fest, aber... Du kannst tatsächlich oben auf dieser Schaukel balancieren und ich mach's eigentlich sehr ungern. So, flotter Freiflug, 5-3. Es gibt in diesem Level ja, es gibt in Donkey Kong Country Returns einen Time Attack Modus. Mhm. Was viele Leute vielleicht am Rande mal mitbekommen, ist, dass eigentlich gibt's im Time Attack Modus drei Medaillen: mhm. Gold, Silber, Bronze. Es gibt tatsächlich eine vierte Medaille und das ist die, ja, so eine goldene, die noch ein bisschen mehr glänzt. Mhm. Die kriegt man, wenn man noch um einiges mehr besser ist als die goldene Medaille. Okay. Und in diesem Level ist es so, dass man für die goldene, also im Vergleich für die glänzende goldene, für die shiny golden, mhm. braucht man im Vergleich zur goldenen mehr als 40 Sekunden Vorteil. Oha. Muss über 40 Sekunden besser sein als die goldene Medaille. Das liegt einfach daran, dass du hier diese ganzen Plattform-Cycles hast und für die Shiny Golden wirklich das hier fast machen oh. musst. Oh mein Gott. Also nicht ganz so hart, aber man muss einige von den Cycles skippen für die Shiny Golden. Das sah sehr, sehr cool aus gerade. Sehr nice. Es sieht auch sehr, sehr gut aus, dieses Level, wenn man es wenn man es gescheit showcasen kann, dann macht es auch richtig Spaß. So, 5-4. Totemtaumel, Tippen Totems im Englischen. Ich weiß nicht, wie lange dieses Level meine Nemesis war. In dem Level habe ich insgesamt 4-mal den Superassistenten gezogen in meiner Speedrun-Karriere. Oha. Werden wir ihn heute sehen, wer weiß. Hoffentlich nicht. Don't bet on it. Don't bet on it. Ich hab's definitiv nicht vor. Das passt. Ab hier bin ich sowieso gewohnt, dass ich ohne Diddy spiele. Mhm. Jetzt frag nicht warum. Hey! Da war ein Nilpferd. Auf Hallo eine, gesagt hat. Das Nilpferd auf einer Stange, ja. Sehr sexy. Wenn du drauf stehst. Ja, jeder hat so seine Vorlieben. Oh! Aber du hast gerade einen Checkpoint eingesammelt. Ja, ja, das macht. Das passt ja, schon. Gut. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht erwarten können, dass ich durch Totemtaumel einfach so durchkomme. Mhm. Geh's jetzt noch ein bisschen. Sieht auch wirklich sehr knackig aus. Ist knackig. Ja. Also, es gab insgesamt. Es gibt mehrere Level, die wirklich schwierig sind für einen Speedrun. Und wo ich auch immer gesagt habe, die sind mein persönliches Hasslevel. Mhm. Sehr, sehr lange war es das hier. Ja. Easy. Oh. Okay, gehen wir ein bisschen safe. Und Abfahrt.
sehr cool designt, das Level. Ja, definitiv. Es ist nur so scheiße schwer. Ja. So, fetzige Fassschleuder. Das ist tatsächlich auch eine Hommage an die alten Donkey Kong Countries. Mhm. Die guten alten Kanonenfasslevel. Man kennt sie. Mhm. Ja, die schnell zu machen, finde ich immer sehr beeindruckend. Oh, das sah erstmal aus, als wäre es verkackt, aber nee, war gewollt. Natürlich. Natürlich wissen. Ja, das sind so ein paar Sachen, die man wissen kann. Wissen sollte im Speedrun. Mhm. Sehr nice. Einmal sauber durch hier. Schon, ich werde zu früh. Ich dachte tatsächlich gerade selber, ich wäre zu früh gewesen. So. Das ist das Level, wo ich immer sage, die Leute mit der Arachnophobie wird er wegschalten. Einfach mal was rein. Ja. Ich meine, wenn ich es gut mache, sieht man keine einzige Spinne. Also gut, sieht man außer den putzigen Lilanen, die wir schon ein paar Mal gesehen haben, nicht wirklich eine Spinne. Aber wir haben jetzt eine Wand von Spinnen hinter uns, die uns verfolgt. Mhm. Ist sozusagen ein Forced Scrolling Level, das heißt, du musst in der gewissen Geschwindigkeit das Level durchmachen. Mhm. Gut, für einen Speedrun ist das letztlich die Herausforderung. Okay. Nice. Das sind aber große Spinneneier. Ja. Oh. Hudi würde ich jetzt durchdrehen, glaube ich. Might be. Ja gut, wie gesagt, wenn man es richtig macht, dann sieht man sie kaum. Mm. So, jetzt ein ziemlich interessanter Bossfight, Mango Ruby. Mhm. Ist insofern interessant, weil der... Ja, ich hab ewig lang nicht gecheckt, wie man gegen den spielt. Mhm. Aber man kann ihn tatsächlich ziemlich einfach beeinflussen. Wir müssen erstmal diesen, die Schalter hier, die sich drehen. Upsala. Ui. Wir werden von diesem Glühwürmchen verfolgt. Ein Glühwürmchen ist das? Ja. Oder, ja, so in der Richtung zumindest. Ja, something like that. Eine Elektroraupe, keine Ahnung. Was auch immer. Mhm. Und ich hab's leider schon verkackt, deswegen muss ich ein bisschen langsamer machen. Nur ein so eine Kugel. Kannst du den kaputt machen, wenn die Schalter... Zwei. Ah, zwei. Okay, er ist jetzt da in die Richtung unterwegs. Gut, dann machen wir es so rum. Dann kommt er nämlich hier wieder. Und... Was will denn der auf der Seite? Ey, soll man nicht gewettet, Kleiner. War nicht der schnellste, aber in Ordnung. Hauptsache weg. Yep.
kaputt. So. Ich weiß nicht, die meisten Leute denken bei dem Levelnamen immer was Falsches. In klebriger Mission. Wieso? Was soll man denn da bitte falsch verstehen? Ich weiß es auch nicht. Also, es ist doch klar, dass es in diesem Level um Leim geht. Ja, natürlich. Okay. So, hier können wir einfach unter dem ersten Fass immer durchrollen. Mhm. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich es raus hatte, wie man hier schnell durchkommt. Mhm. Generell muss man sagen, dass hier in Returns einiges wirklich nach dem Motto spielt, es kommt darauf an, wie viel du dich traust. Mhm. Weil teilweise muss man sich einfach trauen, schnell zu sein. Ja, ja, sicher. Wobei natürlich, es hilft nichts, wenn du dich traust, aber dann versagst. Egal, dann traust du dich halt einfach nochmal. Also musst dich trauen und musst es können. Ja. Auf antiken Farben. Ja, Autoscroller. Aha! Yay! Hooray! Gutes altes Lore-Level. Ist bestimmt nicht einfach. Zu spät im Game. Deine Lore. Es geht tatsächlich. Ja, für dich. Ich würde wahrscheinlich verzweifeln. Ja, noch sieht's okay aus. Der schlimmste Autoscroller ist eigentlich 8-2. Auf die Freude kommen wir noch. Genau. Weil das Schlimme daran ist, dass man am Anfang von 8-4 Diddy braucht, man Diddy aber nicht bekommt. Hm. Es ist aber so, dass man in 8-2 und in 8-3 auch Diddy nicht bekommt. Das heißt, man darf in 8-2 und in 8-3 nicht sterben. Ja, da hast du ja was vorgenommen. Ja, das sind diese schönen kleinen Quirken in der... Oh, geil. Ja, Yoshi-Ei, ne? Da hinten liegen auch noch Yoshi-Eier rum. Und man doch mal wieder merkt, dass Mario und Donkey Kong anscheinend im selben Universum sind. Nur ein anderes Land. Eines Mushroom Kingdom, das ist... DK Island in dem Fall? Ja. So. 6-3. Ein wirklich interessantes Level. Es ist sehr technisch, weil es gibt tatsächlich in diesem Level mehrere Pfade. Und sehr, sehr viele Mini-Rätsel drin. Und man kann tatsächlich die meisten davon skippen. Und wirklich ein richtiges Routing durch dieses Level zu finden, ist nicht so einfach. Was tatsächlich bei einem 2D-Plattformer schon bemerkenswert ist. Routing bei einem 2D-Plattformer ist ja, klar. So eine Sache. Ja klar, wie beispielsweise die Sache, dass man hier jetzt springt. Ja. Oder dass man hier einfach runterrollt, um dann einfach rüber zu springen. Sieht immer so gefährlich aus. Wie? Sowas beispielsweise? Ja. Oh shit. Ich wusste es. Ich wusste es, dass wenn ich da ein bisschen dran raushängen lasse, dass... Du hast es gejinxt. Ja, ich hab's gejinxt. Macht aber nix, dann mach mal so rum. Was willst denn du jetzt? So. So, auch ein sehr cooles Level. Aber um das zu sehen, müsste man einen 100% Run anschauen. Okay.
Im 100%-Run braucht man alle Kung-Buchstaben und das N liegt auf der linken Seite in dem Level. Oh. Also in dem Rätsel drin. So, nachdem wir den einen großen Sprung verkackt haben, schauen wir mal, wie es mit Nummer 2 ausschaut. Ah, das sollte easy sein. Hm. Einfach fallen lassen. So. Sechs-Vier hatte ich tatsächlich auch mal auf meiner Liste in Sachen Hass-Level. Mhm. Grollgerumpel. Ja. Na, eigentlich habe ich nach unten gedrückt und nicht nach links, aber schön, dass wir drüber geredet haben im Spiel. Mein linker Platz ist leer. Ich wünsche mir den Gregor her. Ich weiß nicht, ob der kann. Hallo Gregor! Hallöchen! Kommst genau zum richtigen Level. Ja. Oh. Dieses Level ist. So, jetzt. Vielen Dank, dass ich so schön begrüßt werde. Ich bin auch wirklich rechtzeitig da, weil das ist mein Lieblingslevel. Ach ja? 6-4? Ja. Eindeutig, ja. 6-4 ist immer bei mir jeden Tag. Aha. 6-4 Gang. Ne, wie heißt die Nummer? 187 Tötungsclub. Ich habe keine Ahnung. Okay. Oder ich will euch in eurer Konzentration nicht stören. In unserer? Ja. Du meinst in seiner? Ich rede hier nur ein bisschen. Natürlich, es wird hier konzentriert gespielt und konzentriert geredet. Ich musste kurz weg für ein Meeting, was natürlich nie immer kurz ist. Mhm. Aber ich werde die Möglichkeit haben, das dann auch auf YouTube nachzuholen. Da sollte jeder übrigens die Speedrandale-Playlist sich dann auf angucken jeden Fall. Und speichern, zusätzlich zum Abo auf dem Let's Play-Kanal. Ja. Wie kommt ihr denn voran? Ja, Start war relativ. Durchwachsen, möchte man sagen. Ist lieb ausgedrückt. Nee, war. Also jetzt läuft's auf jeden Fall. Also der Am Start Anfang war es noch ein bisschen. Also der komplette Run ist ein Showcase. Der Start war ein Showcase, wie man es nicht macht. Ja. Jetzt ist der Gregor-Faktor da. Na, jetzt kann es dann nur besser werden. Jetzt wird's auf jeden Fall besser. Ja. Schauen wir mal. Du hast leider die Autoscroller-Welt verpasst. Oh. Das ist schade. Aber keine Sorge, es kommen noch ein paar. Ja, es kommen noch ein paar Autoscroller. Also. 8-2 und 8-3. Man sieht natürlich einen Unterschied, wenn man gerade die Tropical Freeze hatte, dass das natürlich schon ein paar Jahre und eine Plattform älter ist. Mhm. Aber so viel schlechter sieht also es aus. Also, es ist nur optisch, sieht es ein bisschen anders aus. Ja. Aber so von der Geschwindigkeit und so sieht es sehr, sehr cool immer noch aus. Ja. Ihr habt euch auch darüber wahrscheinlich schon unterhalten. Ich sehe, du bist auf Wiimote und Nunchuck gewechselt, inklusive der. Das war ja die Eigenheit, wegen manche Leute das Game ein bisschen mit Kritik hatten. Das Rollen das mit der Wiimote. Direkt vom Anfang weg. Dass es nicht mal die Option gibt, ne? Ja, wie gesagt, es gab nicht mal die Option, auf dem Classic-Controller zu spielen. Mhm. Ich meine, der Classic-Controller für die Wii gab's ja, aber... Das ist, glaube ich, wirklich so ein Ding. Als das rausgekommen ist, die Wii war natürlich schon ein paar Jahre älter, aber Nintendo setzt da gerne nochmal, hey, nee, wir müssen was haben, was auf jeden Fall so funktioniert, weil wir können ja nicht falsch liegen mit unserer Schüttelsteuerung. Mhm. Deshalb hat Star Fox Zero ja auch nur Bewegungsschüssel. Ja. Ja. Aber es ist nicht so, dass es dich so durcheinander bringt. Du musst nur einmal drauf wirklich da zurechtkommen, einfach rechtzeitig zu schütteln, ne? Ja, die Sache ist halt, man muss halt einfach drauf achten. Also ich run ja jetzt Donkey Kong Country Returns mit Pausen seit 3,5 Jahren. Mhm. Und irgendwann ist es halt nichts anderes, wie wenn man ein normales Gamepad in die Hand nimmt. Ja, einfach nur Gewöhnungssache. Es ist einfach nur Gewöhnungssache und wenn man das einigermaßen raus hat, dann ja, dann ist es auch nichts Neues mehr. Ui.
War da was? Schränk dich nicht ein. Schränk dich nicht ein, das in der Form zu machen. Das definitiv nicht. Also, ich sehe es einfach als zusätzliche Herausforderung, dass man sich erst an die Steuerung gewöhnen muss und dann sozusagen sich immer weiter verbessert und ja, eben auch die schwierigeren Strats mitnimmt. Tatsächlich habe ich eine Zeit lang überlegt, weil du kannst die Steuerung mit Wiimote und Nunchuck auch in Tropical Freeze einstellen. Mhm. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich überlegt, ob ich es mache, nachdem wir dann eben den Low-Time Remover hatten für Tropical Freeze. War es ja relativ egal, mit welchem Controller man spielt. Mhm. Und da hatte ich schon mal überlegt, ob ich eventuell auch für Tropical Freeze dann die Wiimote rausnehme. Aber hast du dich bisher noch nicht getraut, oder? Ich habe mich tatsächlich schon ein, zwei Runs damit gemacht, aber es ist halt wirklich einfach nochmal eine andere Gewöhnungssache, weil man dann auf der Wiimote doch merkt, dass es doch ein paar größere Unterschiede innerhalb der Engines gibt. Und du gewöhnst dich auf der mit der Wiimote dann dran auf einmal und schon bist du mit dem Controller nicht mehr so alles drin. Du hast auf einmal das gleiche Spiel in zwei verschiedenen Stilen. Ja. Das wäre natürlich auch nicht ganz zu finden, vor allem bei einem 2-Stunden-Spiel. Ne? Ja. Die 3DS-Version hat sie rausgenommen. Ne, da kann sie nicht den 3DS schütteln, um da zu rollen. Aber natürlich sieht sie bei weitem nicht so gut aus wie die Wii-Fassung hier. Ja, das war mal ganz witzig, weil ein befreundeter Streamer mal gemeint hat, ich zock mal Donkey Country Returns Casual, willst du vielleicht mit den Stream rein und ein bisschen mitlabern? Mhm. Und ich so, Moment, die 3DS-Fassung? Ja, die 3DS-Fassung. Okay, ja, die ist ja eh einfacher, okay. Das Problem war, er hat halt, war halt kein Speedrun und hat das erste Mal überhaupt Casual gespielt. Da hat er ja nicht seine Probleme mit dem Spiel. Aber er hat mich gefragt, ob ich mitlabern will. Ja. Also. Sei selber schuld. Da sehe ich einen Fehler, noch einen. Und dann nochmal 15. Aber hey, das Spiel ist einfach. Ja. Du brauchst die Wiimote nicht mehr. Einfacher, ich kann mir nichts Einfacheres vorstellen. Okay, das Level haben wir auch. Schön. Gabon. So, was befindet sich hinter der Bosswand? Der hat im Hintergrund schon was auf dem Felsen gerade. Mhm. Was befindet sich hinter der Bosswand? Der epische 3-Minuten-Boss. Mhm. Mit Abstand der längste Bossfight im Spiel. What is you anyway? In Ghastlys Hochhaus. Genau. Ist ein Remake vom ersten Boss. Mhm. Nochmal ein bisschen stärker. Es hat so lange gedauert, dass sie schon Remakes machen von den Bossen im Spiel. Ja. Naja, offiziell laut der Lore von Donkey Country Returns ist es der Bruder. Deepest Lore. Ah. Der ist auch in die... Ja. Ich hätte jetzt einen T-Rex oder so erwartet, weil alles so ein bisschen Dinosaurier-mäßig hier aussieht. Ist ja so ein bisschen Armadillo-Rex mit dem Panzer. Ja, das Witzige zu dem Boss ist, ich sag zu dem immer gerne der 3-Minuten-Boss, weil es circa 3 Minuten dauert, um diesen Bossfight durchzukommen. Mhm. Ich habe das während einem Run mal ein bisschen zu häufig gesagt und bin in der letzten Phase gestorben. Also 6-Minuten-Boss? Ja, es waren dann 5 Minuten in dem Bereich. Jetzt wird er wütend. Und hat Mundgeruch. Eindeutig. Mhm. Hier für dich nochmal die Luke öffnet, damit du ihn schön treffen kannst. Bob, Bob. Bob. Yep. Es gibt übrigens 3 Positionen, wenn er gegen die Wand rennt oder danach so zurücktaumelt, gibt es 3 Positionen, wo er hintaumelt und wo er umfällt. Mhm. Eine relativ nah, da fällt er fast sofort um, eine in der Mitte der Karte und eine fast am Ende. Dass er jetzt zweimal die mittlere hat, ist in Ordnung. In der letzten Zeit hat er mich ziemlich getrollt, der Boss. Aber ich hatte auch schon Runs, wo er tatsächlich zweimal direkt umgefallen ist. So. Die dritte Phase kann man tatsächlich ein bisschen was skippen. Und zwar nimmt er jetzt noch eine Attacke rein. Und zwar schießt er so einen Feuerball in die Luft. Ja, natürlich. Wenn ich einen Feuerball direkt kassiert hätte,
dann hätte er diese komplette Animation mit dem Warten nicht gemacht. Okay. Ja, nice, kann man auch machen. Jetzt habe ich mich halt nicht getraut, in den Feuerball tatsächlich reinzugehen. Weil ich dachte, ich wäre zu früh oben gewesen. Ach, guck mal, da fällt er sofort um. Mhm. So. So, und jetzt zeig mal es nochmal mit Skippen. Ja. Dann macht er direkt weiter. Kampf. Oh nein, mein Gemächt. Hey. Das war ein Xylophon. Nimm das Xylophon. Genau. So, Welt 7 jetzt, oder? Genau. Welt 7. Wenn du Tropical Freeze noch im Kopf hast, war 6-7 die Kühlkammer. Mhm. Repräsentiert die Fabrik. Mhm. Jetzt haben wir die komplette Fabrik, das Räucherwerk und das ist ein Schattenlevel. Der Smogmog-Urlaubsort. Ja. Wir hatten vorhin schon Pokémon-References. Ja. Siehst du, bin ich fast zeitig dafür. So. Man sieht ja nichts. Ja, meine Güte. Ich sehe genug, also von dem her. Das wird fast ein bisschen so wie die Leute, die sowas wie Quake oder so Speedrun. Wir schalten alle Grafik aus, damit wir mehr Frames haben. Ich kann es nur runnen, wenn ich 300 Frames pro Sekunde habe. Ja, gut. Oh, das wird. Oh! Okay. Ah, ich habe ein bisschen zu lange gewartet. Normalerweise kann man die Säge hier überholen. Säge hat ein Gesicht. Säge. Es war ein Sägen-Tiki, sorry. Ah. So, und den Übergang finde ich sehr cool gemacht, weil das weder in Returns noch in Tropical Freeze noch mal woanders vorkommt, dass man am Ende vom Schattenlevel aus dem Schatten rausgeht, sozusagen. Also ist für die komplette Fabrik ist jetzt der Nebel weg oder war es nur für den genau. Level? Genau, sieht man auch gleich schön. Ah, nice. Du hast ja ein Level drunter. Ja, ja. Wer hätte das gedacht? Merkst du eigentlich Unterschiede? Du spielst ja jetzt das Ding auf der Wii U, ne? Als genau. Download-Fassung, gegenüber der Wii-Version, wenn du sie normal auf einer Wii gespielt hättest, oder ist auch maximal so Ladezeiten? Also, ich hab's casual nur auf einmal auf der Wii gespielt. Mhm. Das war das erste Mal, wo ich es überhaupt durchgespielt habe. Ich habe aber auch die CD-Version. Mhm. Und bei einer Wii U ist es so, wenn man die CD-Version von einem Wii-Spiel reinlegt, dann hat die Wii U einen speziellen Modus, den VW-Modus. Mhm. Im Endeffekt schaltet die Wii U ab und startet nochmal neu mit einem Teil von den Prozessorkernen deaktiviert, mit weniger RAM. Mhm. Und im Endeffekt hat dann die Wii U genau die gleichen Specs von der Wii, weil die die kompletten Specs von der Wii U sind ja aufbauend auf denen von der Wii, sind nur stärker. Das heißt, die schalten halt das, was sie stärker sind als eine Wii, ab und spielen dann sozusagen, ja, statt dass sie eine Wii emulieren, gehen sie eben sozusagen in Wii-Modus rüber. Das heißt, dann ist die Wii U sozusagen eine Wii. Das heißt, ja, ich habe sozusagen auf der Wii gespielt, obwohl ich es halt häufig die CD-Version einfach hier auf der Wii U gespielt habe. Das sind die Ladezeiten länger. Tatsächlich. Das ist. Insgesamt macht das so eine Minute bis 70 Sekunden aus. Okay. Ich denke mal, die war auch noch anders optimiert für die Laufwerke der Wii damals. Ja. Plonk. Ne, es liegt einfach daran, dass die emulierte Version nicht ganz akkurat ist und deswegen ein bisschen schneller lädt. Einfach. So, jetzt gehen wir nochmal in den Shop rein. Nein, ich wollte den Bananensaft.
Den brauchen wir in 8.1. Und den Schlüssel brauchen wir natürlich hier. Mhm. Das da unten, das Level, das wir umgehen, das ist ein Autoscroller. Ja. Wer hätte relativ, das gedacht? Relativ langes Raketenlevel. Du hättest dir so Hand viel Vorsprung Hand. Aufbauen müssen, dass du den trotzdem machen kannst und unter deiner Zeit liegst. Tatsächlich mache ich lieber nicht, weil dieses Level hat ein ziemlich cooles Design. Hand in Hand heißt das Level. Oh, nice. Fistbump. Generell, wie alles hier einfach durch die Hände dirigiert wird, ist einfach super cool gemacht. Und ich kann mir nicht helfen, aber ich habe irgendwie so eine Portal-Referenz gesehen gerade. Portal? Ja. Vielleicht sieht man den kleinen nochmal. Da hinten, schau mal im Hintergrund. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert man mich immer an Portal. So ein bisschen? Ja, so. Die Farbe, die Gitterstrukturen, ne? Ja. Holy shit. Ja. Ja, Salvatore. Mach dir mal links rechts. Hütchenspiel, ne? Diese Betrüger. Ich habe einfach nur zu lange gewartet, weil der erste Tausch, den du machst, ist der linke gegen den mittleren und dann kannst du direkt raus. Das ist immer dasselbe, ja? Ja, das ist immer dasselbe Pattern. Aber sogar das Hütchenspiel ist drinnen. Zahnradjogging. Ja, die drei Level, die sind jetzt ein bisschen interessant. Diese drei Level würde ich als möglich auch mit das schwerste, die schwerste 3-Level-Streak bezeichnen. Wie gesagt, entweder der Start von Welt 5 mit 5, 2, 3, 4 oder diese drei Level. Das sind die Button-Level. Neben dieser Level ist ein großer Schalter versteckt. Und man muss nicht nur die Level beenden, sondern auch diesen Schalter aktivieren. Sonst kommt man nicht weiter im Spiel. Und tatsächlich sind die Schalter so versteckt, dass man im Casual-Bereich vielleicht zweimal hinschauen muss. Hey. Das ist der Schalter. Ja. Ich dachte schon, ich hätte den übersehen. Das ist ein amerikanischer Schalter. Ja. Netzstecker. Da hatten sie gerne lokalisiert. Oder nee, das könnte ein britischer gewesen sein. Ich hätte gedacht, das lokalisieren sie dann je nach Spiel, dass der andere Stromstecker dann dran ist. Das würde aber heißen, dass von der Spannung her wir nur zwei brauchen würden. Im Level musst du dann den Schalter von 220 auf 110 Volt und andersrum finden, damit das läuft. Ach so, ja, natürlich. Dieses Level ist in der 100% Kategorie ziemlich gemein. Weil hier am Ende das G innerhalb von diesem Zahnrad ist. Ja. Und wenn man da Diddy nicht hat, dann kann man da sehr, sehr leicht sterben. Das hat mir schon ein oder anderen 100% Run gekostet. Dass ich vorher Diddy verloren habe und danach einfach das G nicht mehr erwischt habe. Ich würde sagen, es ist mit der am schwersten zu erreichende Kombo-Steuerung im ganzen Spiel. Ah, okay. Sah auf den ersten Blick jetzt nicht so besonders aus, aber wenn du es sagst, glaube ich. Ja, man muss erst mal wissen, wie man da ran muss. Ja. So, Schalterverwalter, im Englischen Switcheroo. Suche den Schalter. Ja. Und nimm 20.000 andere mit. Ja. Ich glaube, das Prinzip vom Level ist einfach verständlich. Aber auch wieder sehr, sehr geil designt. Ja, sehr cool designt. Auch, dass man Gegner damit töten kann, wenn man... vor den rausfallenden Plattformen so gestellt. Ja. Ich stehe hier einfach sowas. Oh nein! Klack. So.
Ups. Und Abfahrt. Eieiei. Na, macht nix. Komm, hier unten noch das Fass mitnehmen. Ja, natürlich musst du auch einigen Schaltern ausweichen. Ja. Was es ein bisschen tricky macht. Nehmen wir mal die sicherere Route. Nein. Wollte heute nicht. Okay. Long. Nice. So, und jetzt das Level, was wohl aktuell meine Nemesis ist. Okay. Im Speedrun. 7-7. Auch sehr cool gemacht. Das ganze Level ist wieder zur Musik gesynkt. Mhm. In der Theorie. Ja. Manchmal sind die Cycle ein bisschen off. Kurz die Sicherheit. Ein bisschen wie die Kongas, die Dinger da hinten. So, und jetzt wird's eklig. Die Stelle hier ist nicht mehr schön. Okay, passt. Ja. Hast du eigentlich mal Jungle Beat gespielt mit den Kongas? Konga? Habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Also ich höre ja immer so, dass es, also ich hatte es mal kurz gespielt, aber ich glaube nie so weit. Ich hatte die Kongas damals noch, als sie so billig verkauft wurden. Ja, hatte ich auch eine Zeit lang. Die Idee finde ich cool. Man weiß natürlich nicht, wenn man, dass es so gut sein soll, ob es dann auch wirklich dann von jemandem richtig aktiv noch gespielt wird. Wie war das geregelt? Du wolltest das hier bei Speedrun da, das Speedrun? Donkey Konga? Mhm. Natürlich. Donkey Konga bestimmt. Spiele ich schlecht nachgemachte Michael Jackson Songs. Ja. Donkey Konga war alles, was kriegen wir? Kriegen wir irgendwelche Jackson 5 Songs und kleine Volkslieder oder so. Ja. Ne? Mehr hatten sie gar nicht da. Ja, stimmt auch wieder. Aber ein Jump'n'Run zu machen, was eben darauf basiert, weiß gar nicht, wie sie es mit der Wii-Version gelöst haben. Da ist doch noch mal eine rausgekommen. Geht die da mit der Wii-Mode? Nee. Das liegt daran, dass die Bongos GameCube-Controller hatten. Ja, stimmt. Das war ein GameCube-Controller und hatten Anschlüsse von der GameCube. Ja. Und die erste Version der Wii konnte man ja einfach GameCube-Controller anschließen. Genau. Das war auch das Witzige, da haben sie mal ein Mystical Game Tournament gemacht bei Games Done Quick. Mhm. Mystical Game Tournament ist einfach nur die Idee, dass man ein Turnier macht mit Speedrun-Spielen. Mhm. Und man weiß nicht, was für Spiele kommen. Mhm. Vielleicht hast du das Spiel noch nie gespielt. Vielleicht hast du es noch nie gesehen. Mhm. Aber du musst irgendwie so schnell wie möglich durchkommen. Mhm. Und das als Races immer. Einer gegen einen. Das heißt, es gibt eine Bibliothek von wenig bekannten Spielen. Und dann wird eben ein Turnier draus gemacht. Und unter dem Aspekt haben sie bei Games Done Quick mal einen Run gemacht. 4 Spieler gegeneinander, machen hintereinander 4 Spiele weg, die sie alle nicht kennen. Und jedes Mal scheidet das Schlechteste aus. Mhm. Also eigentlich waren es nur 3 Spiele natürlich, weil das letzte ist dann das Finale. Mhm. Bei den ersten 2 Spielen scheidet jemand aus. Und die haben dann tatsächlich gesagt, okay, um es einfach zu machen, nehmen wir die Wii als Plattform. Und zwar die erste Generation der Wii. Da haben wir die GameCube-Spiele, haben die Wii-Spiele, wir haben Zeug von der Virtual Console. Mhm. Und tatsächlich war das allererste Spiel, was sie gemacht haben, Donkey Kong Jungle Beat. Was halt schon ein bisschen gemein war.
Aber klar, es ist ein Spiel, das hat man nicht einfach mal so gespielt. Das stimmt, ja. Das war halt das Witzige dran, weil einer der Kontrahenten war beispielsweise Mexican Runner. Mhm. Ist ja auch schon eine Nummer in der Speedrun-Community. Und man muss leider sagen, er ist dabei rausgeflogen. Oh. Er ist dann Jungle Beat rausgeflogen. Es hat ihm nicht geschadet. So, ja. Hier gegen Dr. Eggman. Ja, so in der Richtung. Mac. So in der Richtung. Er hat ganz schön viel Luft da, ne? Mhm. Donkey Kong Jungle Beat, ich hätte da noch Billy Hatcher noch dazu gepackt. Das ist ein schlechtes Pattern. Er hat uns zwar jetzt einmal so angegriffen, dass wir ihm einen Schaden geben können. Mhm. Aber er hat jetzt erst einen Schaden, das heißt, dass er wahrscheinlich... Ah, oh, er macht sogar weiter, das ist sehr freundlich. Es wäre auch relativ wahrscheinlich gewesen, dass er einfach nur mal einen kompletten Cycle einfach durchläuft. Okay. Was sehr, sehr langsam ist, und wenn er schon zwei Schaden hat, dann macht er es nicht mehr im Normalfall. Dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das machen wird. Das heißt, das ist natürlich einer von zwei RNG-Bossen. Ah, der ist freundlich heute. Oder auch nicht. Vielleicht jetzt? Vielleicht auch nicht? Hallo? Junge? Mach doch nicht so einen Scheiß. Was macht der denn da? Der will heute nicht. Das ist schön, wie das Hühnchen da auch... Ich hab's gerade gejinxt, würde ich sagen. Er läuft einfach durch. An den Hebeln drum. Vielleicht ist er bis jetzt in der Schleife gefangen, ne? Nee, nee. Softlock. Oh Gott. Nee, jetzt aber. Also das ist ein Pattern, das habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen tatsächlich. Dafür sind wir bekannt. That never happened before. Mhm. Es ist schon ein bisschen bitter, dieses That never happened before Meme. Weil es eigentlich in so ziemlich jedem Marathon irgendwann mal ausgesprochen wird. Hey, ja, that never happened before. Auch hier in der Sendung. Sehr ja. häufig. Ja, ja, klar. Nice, das war ein Double Hit. Nice. Schnitt gebratenes Hühnchen. Was auch immer das sein sollte. Gyros. Das sah aus wie. Ja, Gyros, nein. Antiker Gyros. So eine Harmonika. Ein, ja, so ein bisschen. Genau. So ein Fabrikventil. Ja. Genau, das am ehesten. Ne, Harmonika wohl eher. Und das Käse von dir fällt runter. Schade. Sind wir wieder beim Käse. So, jetzt muss ich mir was einfallen lassen für 8-1. Denn normalerweise sollte ich Diddy haben und Bananensoft. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen was an Cycles durcheinander bringen müssen. Oh Gott, das sieht schon so aus. Ah, sehr freundlich. Ja, es gibt einen Grund, warum ich hier einen Bananensaft nehme, also, ne. Er flext, wenn er getroffen wird. Ich würde das auch machen. Ich bin aber nur, wenn du Bananensaft vorher ich bin ein goldener hast. Gott. Zack. Bananensaft wäre nicht das Problem. Okay, passt. Ah, passt vielleicht nicht ganz. 5 Hits ist okay an der Stelle, 4 sollte man nicht mehr machen. Runterfahren soll man, glaube ich, auch. Hat sich erledigt, oder? Okay, gehen wir es langsam an. Überredet. Eieiei. Ich bin gewohnt, dass ich da einfach durchziehe. Oh. Du mich auch. ich will übrigens oh. Diddy behalten zum Ende des Levels, ich sag's nur. Hm. Was mich jetzt natürlich ein bisschen in Bedulie bringt, weil ich... Okay. Dann machen wir es so rum. Langsam aber effektiv. Sehr gut. Du hattest ja vorhin erwähnt, dass du in den ersten beiden Stages nicht die Möglichkeit hast, Diddy genau. wieder zu bekommen. Deswegen willst du die genau. jetzt behalten. Es wäre gut, wenn ich in Nacht 4 am Anfang Diddy hätte. Und ich kriege in den nächsten beiden Leveln Diddy nicht. Mhm.
Das heißt, die muss ihn jetzt eigentlich durchhalten durch die Autoscroller. Raketenraserei. Nice. Was los? Sieht alles immer so knapp aus. Ist es auch? Ist es auch. Aber du weißt schon, wie knapp es ist. Ja, es. Das ist. Oh, guck mal, ist bei Gradius. Okay. Alles safe. Sehr gut. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen springe im nächsten Level. Es gibt einen Sprung ziemlich am Anfang des Levels. Ich weiß nicht warum. Und zwar ist es so, wenn ich auf das erste Mal auf eine Lore draufgehe, auf eine Lore draufspringe. Und den ersten Sprung von der Lore wegmacht, dann ist dieser Sprung höher als die nächsten Sprünge. Mhm. Und ich hatte es schon mehrmals, dass ich bei diesem Sprung, bei dieser Lore hier, einmal gesprungen bin und dann den Sprung, den ich ganz am Ende machen müsste, nicht mehr geschafft habe. Ach. Den hier. Okay. Ich weiß nicht warum. Es ist wirklich konsistent, wenn man einmal vorher springt, schafft man diesen Sprung nicht mehr. Ich kann mir nur erklären, dass irgendwie der erste Sprung auf der Lore höher ist. Aber weswegen das so sein sollte, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, meine Güte, hier ist halt auch die Welt ein bisschen am Eskalieren. Ja. Wow. Verdammt. Bratgorilla. Das sah aber auch sehr, sehr schön aus bis dahin. Ja. Sehr knapp auch. Tried so hard and got so far. Das da wollte ich eigentlich machen. Ui. Blonk. So. Jetzt nur in 8-4 nicht versagen. Auch nur. Auch wenn die Level natürlich sehr intensiv und vollgepackt sind, also man merkt schon, dass sie sie ein bisschen breiter gezogen haben bei Tropical Freeze. Ne? Also, genau, nicht lahmer oder einfach nur in die Länge gezogen, weil die haben ja auch wesentlich mehr Content, aber hier hast du die Fixer fertig. Ne? Genau. Hier ist man einfach ziemlich schnell in den Leveln. Generell muss ich sagen, das Speedrun fühlt sich auch als Runner so ein bisschen hektischer an, in Returns. In Tropical Freeze ist relativ gechillt. relativ. Relativ gechillt, ne? Ja. Unintended puns. Und ja. Da sind die Pokémons wieder, die du vorhin verpasst hast. Oh, die Zubats? Ja, eher Golbats. Golbats, ja. Golbats. Ja, ich habe sie nur kurz gesehen, aus dem Augenwinkel. Aber hey, der Mann kennt seine Pokémon. Ich habe nur die Serie geguckt, ich habe die nie gespielt. Also ich habe es schon gespielt, aber nie so gespielt wie
richtige Pokémon-Leute spielen. Ja. Ich habe auch nur erste Generation gespielt. Von daher. Mehr weiß ich auch nicht. Und da war ich leider ein bisschen zu alt, dass sie rausgekommen sind. Aber mein Bruder hat sich sehr gefreut dann. So. Zwei Level noch. Schmelztiegelhölle. Plus Boss. Mhm. Also das eben war jetzt dein... Das war das schlimmste Level, sagtest du, nee, oder? Nee. Das nicht mal. Nee? Es ist nur anspruchsvoll am Anfang, wenn man eben nicht Diddy hat. Weil man dann eben ein bisschen mit seiner... Aber dafür hast du es ganz gut gemacht gerade. Ja, mit seinem Level muss man halt... mit seinem Leben muss man halt ein bisschen haushalten. Mhm. Ich war da auch schon ein bisschen langsamer unterwegs, als ich es eigentlich machen würde. Better safe than sorry. Ja, definitiv. Also gerade hier in dieser Welt ist es mit einer der Hauptprämissen. Ach komm. Ich habe zwei Leben. Zwei Leben auf Diddy. Ich probier's. Dieses ganze Konstrukt, das hier langsam versinkt, wenn ihr auf den Hintergrund achtet, es geht dabei auch nach rechts. Mhm. Ja. Das Fass, das am Ende des Levels ist, das ist die ganze Zeit da. Wir bewegen uns langsam auf das Fass zu. Mhm. Und wenn wir irgendwann nahe genug sind, ja, okay. Alles klar, ja. I understand. Ja, out of bounds Fässer. Man muss nur wissen, auf welcher Höhe es ist und dann eben mit Diddy die richtige Höhe abpassen. Mhm. Wenn man Diddy nicht hat, wird es ein bisschen unschön, das zu machen. Dann lasse ich es dann eben auch immer bleiben. Wow. Ah, geht schon. Das ist zum Glück einer der Sprünge, die ziemlich konsistent sind, weil eben sich keine der beiden Plattformen drunter bewegt. Das heißt, wenn man die Muscle Memory drin hat, dann könnte man den sogar blind machen. Ja, hat er halt ein bisschen warme Füße bekommen. Dafür ist die Hornhaut da. So, das ist übrigens kein Autoscroller. Wir haben jetzt zwar von unten die Lava, die langsam kommt, aber man kann die ganzen Plattformen aktivieren, indem man eben sich schneller dann fortbewegt. Mhm. Das heißt, man kann ziemlichen Vorsprung auf die Lava bekommen. Das einzige Problem ist diese Stelle hier. Wenn man den Sprung über diese beiden Tikis nicht schafft, muss man warten. Aber so haben wir das Level. Ah, es wird nicht unter 1,40. Ich hab's wenn du dich beeilst. Nee, das ist leider nicht möglich im letzten Bossfight. Das ist im letzten Bossfight leider nicht möglich. Vielleicht findest du ja noch schnell einen Glitch. Ja. Die Gelegenheit leider habe ich noch nie einen Glitch gefunden in Returns. So viel wir aktuell sagen können, ist Returns wirklich glitchless. Glückwunsch an das Team. Tiki macht Terror. Ja. Letzte Stage, ja? Letzter Boss. Und ich hatte es angekündigt, 9 oder 10 Autoscroller-Level. Je nachdem, wie man es denn nennen will. Denn hallo, wir haben hier noch eine Rakete. Erstmal zum Boss hinkommen. Das extra Leben nehmen wir auch noch mit. Falls du noch 42 mal sterben solltest, hast du noch einen. Eine Stunde extra. Später.
Ich habe tatsächlich den Bossfight sogar schon im Spiegelmodus gemacht, wo man nur ein einziges Herz hat. Hm. Also, wenn man weiß, wie, ist der Boss relativ safe. Ich kann ihn sowohl mit Diddy als auch ohne Diddy ganz gut. Okay, zwei Phasen Boss noch. So. Als erstes müssen wir... Da war einer in der Cutscene auf einmal. Oh. Als erstes müssen wir die beiden Hände zerstören. Mit die Buttons da hinten drauf. Tja, den habe ich schon in Ocarina of Time besiegt. Ich in Star Fox. Krieg's echt nicht hin. Da konnte ich mich gerade nicht entscheiden, in welche Richtung ich will. Okay, ich habe gesagt, ich kann es ohne Diddy, also machen wir es doch mal ohne Diddy. Jede Hand hat übrigens zwei Leben, das heißt, wir haben jetzt einen Treffer auf jeder Hand. Was ein bisschen bitter ist. Du mich auch? Oh nein, da waren Bananen drin. Banana Hand. Ui. Nicht sauer. So, drei Hits noch. Der erste ist Freihaus. Und ab jetzt wird's RNG, was er macht. Das ist meistens eine gute Attacke. Das nicht. Ein brennendes Herz. Ja. Musst du erst mal warten, bis du das einsammeln kannst? Oder kannst du es auch... Es ist ein bisschen zufallsbasiert bei diesem Herz. So, ein Hit noch. Ein Hit noch. Und dann ist auch Time, wenn man... Genau. Time. 1:42:08. Very nice. Sehr, sehr schön, sehr geil. Der ist quasi Donkey Kong hat für uns Time gemacht. Der ist ja auch auf den Button raufgegangen. Genau. Schönes Button-Meme. Und ja, und noch ein schöneres Meme. Wie stark ist Donkey? Strong enough. Ich hätte jetzt fast gesagt Donkey Punch. So verliert man übrigens Majora's Mask. Okay. That's what happened. Das ist passiert. That's what really happened. Ja. Ja, nice. Da ist Mond wieder zurück und alles erledigt. Genau. Nee, sehr schön. Ich wäre gerne von Anfang an dabei gewesen, ich werde den aber nachholen, den Speedrun, dann im Video. Also vielen Dank nochmal, ne, dass du uns hier die volle Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze Packung gegeben hast. Vielleicht können wir den Namen nochmal einblenden und den Twitch-Kanal von man findet dich Mr. Tiger. At MrTiger92 oder twitch.tv/MrTiger92. Genau. Gegebenenfalls, man sieht dich da eben auch häufiger auf Events, weil du ja auch mitorganisierst. Mhm. Genau. Nicht vergessen, das Oktoberfest in Köln, dann im Oktober, was, von 9. bis 13. oder? Irgendwie sowas. 6. bis 13. 6. bis 13. Also das und noch viel mehr. Folgt dem lieben Mr. Tiger und dann werdet ihr viele Infos dazu holen. Und wenn du dann noch mehr Sachen geübt hast und sie ja einmal fit ist in Donkey Kong Country, könnt ihr die Races, weil ich biete dich einfach überall an. Hey, ich bin doch keine Hure. Spielerisch. Ja, natürlich. Alles klar. Wenn man uns erreichen will, speedrandale@rocketbeans.tv für Bewerbungen per Mail oder alternativ bei Sia per Twitter, @simiclove oder twitch.tv/simiclove101, wenn man dich verfolgen will. Momentan, weil wir es vorhin auch schon einmal hatten, momentan immer noch derselbe Randomizer, oder? Ein bisschen Randomizer und abends dann immer noch ein kleiner Speedrun. Kleiner Speedrun. So wie es gehört. Ich hoffe, dass ich bald auch mal einen Speedrun machen kann. Ja. Vielleicht in den nächsten Wochen werdet ihr was zu sehen bekommen. Aber da geht es um sich Sachen merken, nicht ums Geld. Okay. So was kann ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bye bye. Bye bye.